Herzlich willkommen zum Test und Unboxing des LEGO City Personenzuges mit der Nummer 60197. Dieses Set hat schon die neue LEGO-Steuerung Powered Up. Früher gab es ja diese Steuerung, bei dem der Strom über die Schienen geleitet wurde. Jetzt ist ein Akku im Zug drin, beziehungsweise Batterien. Und über diese Bluetooth-Fernbedienung kann dann der Zug angesteuert werden. Das Ganze unterstützt auch Smart-Funktionen. Und ja, wir packen jetzt mal alles aus, dann baue ich es natürlich auf und dann testen wir die ganzen Funktionen. Ihr seht schon, was enthalten ist. Dieser Zug hier, dann haben wir 16 mal kurvige Gleise, 4 gerade Gleise. Das ergibt dieses Gleisoval hier. Wir drehen mal um. Es ist wohl auch ein bisschen Innenleben enthalten. Wie gesagt, das Ganze ist auch kompatibel mit dem Smartphone. Das hier wäre die aktuelle andere Variante des Zuges, die es von LEGO gibt. Mit dem Güterzug ist ein bisschen teurer. Dieses Set hier kostet so ungefähr 100 Euro. Hier gibt es auch noch Erweiterungspackungen, die habe ich auch schon bestellt, damit dann später zum Testen hier ein bisschen größeres Gleisoval da ist. Und ja, ich würde sagen, ich mache es mal direkt auf. Wir schauen mal kurz drüber. Hier sind die Aufkleber für den Zug und die Bauanleitung. Dann haben wir hier natürlich etliche Packungen mit Legosteinen nummeriert, dass man beim Aufbau auch gut zurechtkommt. Hier übrigens das Zugvorderteil schon mal. Hier sind auch noch ein paar Gleise drin. Hier sind ein paar der Kurvengleise. Ich kann euch auch mal zeigen, im Verhältnis zum Beispiel zur Modellbahn, dass ihr mal das Größenverhältnis seht. Also das wäre jetzt ein H0 Modellbahngleis. Und das Lego-Gleis ist im Vergleich ja schon fast doppelt so groß, ziemlich genau doppelt so groß, würde ich sogar sagen. Ja, dass ihr es mal gesehen habt. Also hier sind dann die Gleise noch einzeln. Hier ist der Akkubehälter. Und hier ist diese neue Fernbedienung. Ist auch schon im Lego-Design, also man könnte hier auch irgendwelche Sachen dran stecken. Finde ich eigentlich ziemlich cool. So kann man das Ganze auch verbauen, wenn man das möchte. Gefällt mir gut. Die Druckpunkte fühlen sich auch gut an. Ja, wie gesagt, gefällt mir wirklich gut. Ich fange mal an, das Ganze aufzubauen und dann schauen wir uns die Funktionen des Zuges an. So, ihr seht, ich habe das ganze Teil aufgebaut. Der Aufbau ging übrigens sehr einfach, war sehr angenehm, hat natürlich auch Spaß gemacht. Und ich habe das Ganze auch schon verbunden. Hier ist die Fernbedienung und ich würde sagen, ich gebe direkt mal Gas. Das ist jetzt die niedrigste Geschwindigkeitsstufe und man kann hier leider nicht Vollgas fahren auf dieser kleinen Strecke, denn sonst kippt die Lok um und zerbricht in Einzelteile. Das durfte ich eben leider schon feststellen. Ich fahre aber trotzdem mal noch ein bisschen schneller. Das ist noch kein Problem, aber wenn man jetzt noch viel schneller fährt, wird es etwas ungünstig. So, wir gehen mal ein bisschen näher ran und gucken uns das Teil mal von nahem an. So, hier seht ihr die Lok von nahem. Ihr seht schon, die vordere Scheibe lässt sich öffnen. Hier kann man den Zugführer reinsetzen. Das ist er. Dann kann man wieder zumachen. Dann seht ihr hier eine Oberleitung gibt's. Hier ist der Knopf zum An- und Ausschalten. Hier verbirgt sich das Batteriefach. Hier unten ist die angetriebene Achse. Ich schiebe mal ein Stück weiter. Hier ist ein Speisewagen. Darin gibt es auch einige Sachen zu essen. Ich zeige es euch mal. Hier eine kleine Bordküche. Und dann haben wir hier hinten noch einen Personenwagen mit Sitzplätzen. Also wirklich ganz gut gemacht. Auch enthalten ist diese kleine Haltestelle. Und dieses nett gemachte Signal. Mein Fazit, hier erhält man für ungefähr 100 Euro ein sehr gutes Set. Man bekommt den ganzen Zug mit der neuesten Steuerung, mit dieser hier. Leider ist das Gleisoval nicht ganz so groß. Hier bedarf es auf jeden Fall der Erweiterungspackung. Enthalten sind natürlich noch die 4 Lego-Figuren, der Zugführer, die beiden Passagiere und die Dame aus dem Bordrestaurant. Eine kleine Haltestelle ist mit dabei. Ja, der Aufbau geht auch wirklich sehr einfach, macht viel Spaß und ich kann das Set nur weiterempfehlen. Den Link zum Set findet ihr wie immer in der Infobox, könnt ihr mal reinschauen bei Amazon. Und ansonsten lasst bitte ein Abo da, es kommen demnächst noch weitere Lego-Videos. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare, wenn ihr das Set selbst besitzt.
Schreibt mir doch mal, wie ihr es findet. Habt ihr irgendwelche Tipps? Lasst es mich wissen und die anderen. Und ja, schaut wieder beim nächsten Video rein. Bis dann.